Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 1. September. Die Spinne wirkt mit ihren Händen und ist in der Könige Schlössern. Sprüche 30, Vers 28. Was hat da der weise König Salomo sich wohl bei diesem Satz gedacht? Vielleicht saß er eines Tages in seinem schönen Palast und dachte über das Wohl des Volkes nach. Auf einmal sah er, es war unglaublich, zwischen der Zedernteefelung und einer Goldleiste eine Spinne. Sieh mal an, dachte er, diese fleißige Handwerkerin wirkt mit ihren Händen und hat doch keine. Aber es kann doch nicht jeder einfach in meine Gemächer kommen. Wo kommt sie eigentlich her? Wo gehört sie hin? Seine Gedanken wandern. So eine Spinne ist nirgendwo zu Hause. Darum hat sie eine Heimat gesucht. Wie schlau sie ist. Sie ist nicht in eine alte Baracke gegangen. Sie hat die Heimat beim König gesucht. Sehr klug. Nun will Salomo sicher nicht von Spinnen reden, sondern von sich und uns. Wie sehr gleichen wir den Spinnen? Auch wir sind ein heimatloses Volk. Wenn wir einmal irgendwo Wurzeln geschlagen haben, so kommt der Tod und verjagt uns. Lasst uns von der Spinne Salomos lernen. Wir heimatlosen Seelen dürfen nach Hause kommen beim König aller Könige, bei dem Herrn Jesus Christus. Kögel hat für den Friedhof der ertrunkenen, angeschwemmten Seeleute auf Sylt ein Gedicht verfasst, das für uns alle passt. Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit, gespült zum Erdeneiland, voll Unfall und voll Herzensleid, bis heim uns holt der Heiland. Das Vaterhaus ist immer da, wie wechselnd auch die Lose. Es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für die Heimatlose. Herr, dass wir bei dir, großer König, wohnen dürfen, ist wundervoll. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.